Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch meine kleine, feine Ausbeute von der Leipziger Buchmesse zeigen. Ich habe euch das im Vlog schon ein bisschen angeteasert. Ich hatte auch erst überlegt, es noch in den Vlog zu passen, da packen, aber dachte mir dann, ach nee, mach da ein eigenes Video. Es liegt doch ein bisschen Kram um mich herum und ich möchte euch das Buchige zeigen. Ich möchte euch ein bisschen Kunst zeigen. Ich habe ein bisschen Merch gekauft und ich zeige euch auch ein bisschen, was ich signieren habe lassen und was sonst vielleicht auch an Leseproben und so ein bisschen rumliegt. Wir fangen vielleicht kurz mit den Signaturen an. Ich habe zweimal bei Adriana Popescu mich zur Signatur angestellt. Ich hatte vier Bücher dabei und einmal war es nach der Lesung und einmal dann auch noch am Samstag. Und ja, sie hat mir einmal Goldkehlchen signiert. Sie hat mir Goldene Zeiten im Gepäck signiert. Das finde ich richtig schön. Und dann habe ich hier noch ihr Misfits, also ihren Jugendroman. Wirklich großes, großes Highlight, wurde auch signiert. Ja, hat sie ganz süß gemacht. Also Adriana nimmt sich da wirklich richtig, richtig viel Zeit. Und dann hatte ich auch Sarah Fischer mit dabei. Das heißt, nicht nur Adriana habe ich getroffen, sondern auch Sarah Fischer. Hat sich ganz gut angeboten. Und dann war auch Mia Newman am Stand von Adriana Popescu. Wer es nicht weiß, ja, unter Mia Newman hat sie auch zwei Liebesgeschichten, eher in den USA angesiedelt, geschrieben. Und die hat sie mir dann hier auf, ja, ich hatte so kleine Etiketten, wie ich es ja in meinem Ankündigungsvideo erzählt habe, dabei. Und ja, da hat auch Mia Newman unterschrieben, hat mich sehr, sehr gefreut. Und ich habe mir auch noch eine Autogrammkarte mitnehmen lassen. Und ja, also Adriana Popescu immer wieder ein Highlight. Wirklich die deutsche Autorin oder allgemein, glaube ich, so meine Lieblingsautorin, die mich wirklich mit all ihren Büchern mit ein, zwei wenigen Ausnahmen begeistert hat, egal unter welchem Pseudonym. Und selbst ja die Kommissar Rauch-Reihe, die ja eine Krimi-Reihe ist, und ich bin jetzt ja nicht ganz so die Krimi-Leserin, hat mich ja tatsächlich auch begeistern können. Dann habe ich auch getroffen Mira Valentin an zwei Tagen, beziehungsweise an allen drei Tagen habe ich Mira Valentin getroffen. Und am ersten Tag habe ich diese wunderschönen Karten an ihrem Weltenbauerstand entdeckt, wo sie ja mit Sam Feuerbach und Craig Walters ja im Grunde einen Stand hat. Und ich fand die so, so, so schön. Und die gehören ja zu Druidendämmerung. Ein Buch, das ich im letzten Jahr gehört habe. Und sie es mir jetzt sozusagen im Buchform auch signiert hat. Und total süß. Definitiv eine Geschichte, die man auch kurz erzählen kann. Also ich bin eine Steffi, die mit Doppel-F und I geschrieben wird. Und wir sprechen vorher noch darüber, welche Varianten es von Steffis gibt. Mit PH und IE und allen möglichen wilden Kombinationen. Und als sie darüber gesprochen hat, welche Varianten wir so kennen, hat sie angefangen, die Signatur für mich zu schreiben und fing dann eben an, sie mit PH, ich hoffe, ihr seht es ein bisschen, mit PH zu schreiben und hat dann eben drunter geschrieben von einer leicht verwirrten ja, Mira Valentin. Total süß, eine Geschichte, die definitiv bleibt und ich freue mich, dass dieses Büchlein in Echtform, auch mit einem Lesezeichen und den schönen Kunstbildern, also ganz toll, ja, wirklich gezeichnet von Elia Adair. Da muss ich unbedingt mal auf Instagram gucken, weil ich die Optik wirklich sehr schön finde und da freue ich mich sehr. Am Samstag waren wir dann bei einer Lesung und zwar hat Robert Frank, also wirklich so meine Hörbuchstimme schlechthin, also ich lausche Robert Frank wahnsinnig gerne, er liest viel Fantasy in Hörbuchform und ich habe einige Hörbücher von ihm schon gehört und wirklich so das größte Highlight war wahrscheinlich Nevernight, wie toll er das wirklich gesprochen hat. Und ja, er hatte am Samstag eine Lesung mit Mira und musste dann aber relativ schnell weg, sodass ich am Samstag nicht das Vergnügen hatte, so kurz irgendwie mit ihm in den Austausch gehen zu können und habe dann zu Mira gesagt, oh, wie gerne ich tatsächlich von ihm auch eine Signierung hätte. Und dann hat sie mir gesagt, Steffi, Andorin ist noch am Stand, wir signieren dir das, magst du dir das am Sonntag abholen? Und das hat tatsächlich Mira dann für mich gemacht. Ich habe Andorin von ihr bekommen mit dieser wunderschönen Buchschnittsform. Ich bin ja nicht die größte Buchschnittsliebhaberin, aber diesen Buchschnitt finde ich wirklich gigantisch, passend zum Buch. Und ja, beide haben unterschrieben. Oh, mir ist da wirklich ein Herz aufgegangen, als ich zu Mira kam und sie direkt mir das Buch dann auch in Händen gedrückt hat. Sie hat mir auch hier einiges an ja, Postkarten noch mit dazugelegt. Richtig, richtig schön. Also eine tolle Welt. Ich freue mich jetzt, dieses Hörbuch zu hören. Das ist ja
irgendwann im Februar schon bei mir eingezogen. Der zweite Teil ist, glaube ich, auch schon angekündigt. Und mein Highlight war dann ja noch am Sonntag, als ich mir das Büchlein abgeholt habe, hat Mira erzählt, dass Robert Frank tatsächlich noch in Leipzig ist, dass er gerade eine Lesung mit Sam Feuerbach macht. Und wir sind dann zu dieser Lesung gegangen und dann haben wir dem neuen Werk von Sam Feuerbach ein bisschen gelauscht. Das Lied, die Melodie des Henkers, glaube ich, irgendwie sowas. Und Robert Frank lesen zu hören, war wirklich ein Highlight für mich. Also es ist schon so ein Sprecher, ja sowieso schon sehr gut in dem, was er tut. Und live ist das wirklich nochmal bombastisch. Also hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und da hatte ich dann auch tatsächlich die Möglichkeit, ihn zu treffen. Ihr habt das wahrscheinlich alle schon im Vlog gesehen. Und wenn er dir direkt ins Ohr ein Hallo und Danke und kurz in den Austausch geht, oh, ja, es war schon ein Highlight. Ja, richtig, richtig toll. Das sind die beiden Bücher, die ich von der lieben Mira Valentin bekommen habe. Und jetzt kann ich sagen, tatsächlich ist nichts anderes Buchiges bei mir eingezogen. Ich habe mir kein Buch gekauft. Ich habe wirklich diese beiden Bücher geschenkt bekommen. Ich war 2-3 Mal in Verlegenheit, habe mir dann aber tatsächlich Leseproben mitgenommen, beziehungsweise auch mal was ein bisschen abfotografiert. Und dementsprechend, das kann ich euch vielleicht auch noch ein bisschen zeigen. Ich glaube, ja, dann kommen wir vielleicht erst noch so ein bisschen zu den Leseproben. Ich glaube, das ist ganz gut. Und zwar hier von den Welpenbauern, wirklich in so einem Büchlein, fantastische Leseproben. Ich habe gar nicht so reingeguckt, was hier alles so drin ist an Geschichten von was Leseproben. Was haben wir hier? Schattenstaub, die Prüfung, die Gargoyles von Notre Dame, habe ich auch schon auf dem Hörbuchsub, die Druidendämmerung und die Alchemistensaga. Das müsste dann wahrscheinlich Sam Feuerbach sein. Finde ich richtig cool. Also einfach 4 Leseproben in einem. Der Meister der Elixiere, da habe ich auch Band 1 schon gehört. Und Schattenstaub ist dann von allen dreien. Stimmt, Sam Feuerbach, Mira Valentin, Craig Waters, stimmt. Richtig cool. Also ich finde diese Kombination richtig, richtig toll, dass sich da 3 Autoren mit Mira Valentin, Sam Feuerbach, Craig Waters gefunden haben. Und Minen der Macht, da ist ja dann noch Bernhard Hennen dabei und Thorsten Thomas. Oh, ja. Auf jeden Fall sind das ja dann die 5 Federn. Da waren wir letztes Jahr ja auf einer Lesung. Richtig toll. Also finde ich richtig schön. Freue ich mich auf die Leseprobe. Dann von Ella Marx, Sternzeichen Esel. Und ich muss ehrlich gestehen, da hat mich einfach das Cover total angefixt. Gibt es jetzt ab Frühjahr, habe ich mir mal mitgenommen. Werde ich auf jeden Fall mal reinlesen. Dann hat mich auch sehr angesprochen, 3 Magier und ein Margarita von Annette Marie. Auch ein richtig cooles Cover, ist im Second Chance Verlag erschienen. Finde ich auch eine sehr coole Idee. Dann war es das, glaube ich, an Leseproben. Dann habe ich aus dem Feste ein Psychothriller und unheimliche Geistergeschichte. Und zwar The Deep, Spuk auf der Titanic von Alma Katsu. Das hat mich sehr angesprochen, da bin ich sehr neugierig. Bei Fester Verlag sind ja tatsächlich auch die E-Book-Preise richtig human. Dann auch aus dem Fester Verlag das schöne Lesezeichen für das Porzellanhaus von Laura Purcell, die ja auch vor Ort war. Und von der habe ich ja, glaube ich, auch schon 2 Bücher gelesen. Und ist ja hier immer so ein bisschen viktorianisch und Thriller und ein bisschen Grusel und Horror. Dementsprechend ja ein sehr schönes Lesezeichen. Dann auch ein sehr schönes Lesezeichen von Jamila Knopf. Das war eine Künstlerin und die Katze hat es mir sehr angetan. Also da hatte ich tatsächlich nur überlegt, ob ich mir das Bild vielleicht tatsächlich mitnehme. Aber ich dachte, das Lesezeichen reicht erstmal. Ihr werdet dann gleich verstehen, warum. Dann auch, waren wir bei einer Lesung ja von Iva Leon Menger. Da habe ich mir einfach den Merker mitgenommen, beziehungsweise hat er die dann auch einfach verteilt zu seinem neuen Thriller, der im Sommer kommt. Ich glaube, genau, August. Finster, beide anderen ja auch gelesen und gehört und auch Monster 1983, ja sehr, sehr gefeiert als Hörspiel. Also da freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Dann habe ich hier mir noch einen Aufkleber gemacht, Elfis Zauberbuch. Da war wirklich das so ein Kinderbuch, fand ich auch richtig schön, werde ich mir auch mal näher anschauen. Und ich glaube, das war es jetzt im Groben auch an Leseproben, wenn ich mich nicht täusche. Allerdings hat Iva Leon Menger mir tatsächlich auch noch ein Autogramm darauf gegeben. Ich denke mal, wenn Finster ein Highlight wird, wird der Aufkleber darin Platz finden. Und Anne Freitag haben wir auch noch getroffen. Die hat jetzt ja auch ein neues Buch herausgebracht. Ich glaube tatsächlich erst letzte Woche. Also
also kurz vor der Messe. Und das hat sie mir auch signiert, damit ich dann das auch gegebenenfalls in das Büchlein reinkleben kann. Also das finde ich tatsächlich, der Tipp hat sich, ja, habe ich gut gemacht, dachte ich so. Zum Glück hatte ich so ein bisschen was dabei. Das war es jetzt tatsächlich Buchiges. Verrückt, oder? Also ich habe echt gedacht, ich gehe mit mehr Büchern nach Hause, aber eigentlich habe ich ja 4 von 6 Büchern mitgebracht. Es durfte ein wenig Merch mit. Und ja, ich bin ja ein großer Disney-Fan, das wisst ihr ja auf meinem Kanal. Es durfte ein kleiner Stitch mit, den wir die ganzen Tage sozusagen auch an unserer Pressekarte hier sozusagen an dem Presseband getragen haben. Bei der lieben Becky ist ja von Monster AG. einer mitgekommen und bei mir durfte Stitch mit. Ist er nicht süß? Mal gucken, wo er mich hinbegleitet. Vielleicht ja tatsächlich ins Auto. Mal sehen. Und dann sind wir 3-4 Mal an Lucky Bär vorbeigelaufen und ich war als Kind ein großer Glücksbärchi-Fan und ich habe hier mit Sonnenbärchi, also der gelben und der grünen, geliebäugelt, also dem grünen, und jetzt ist Lucky sozusagen bei mir eingezogen. Ich finde ihn so süß und er hat am Freitag halt auch perfekt zum Outfit gepasst. Da war ich auch ein bisschen in grün gekleidet, da waren sehr viele in grün gekleidet und ich fand ihn sehr süß und ich konnte nicht vorbeigehen. Ja, also es wurde auch ein bisschen merchig und ja, fand es tatsächlich ganz süß und hätte gar nicht gedacht, dass ich da so anfällig auf einer Messe bin, ja, um da tatsächlich dann sowas zu kaufen. Weiter merchig vielleicht noch Pokémon. Meine jüngere Schwester ist ja Pokémon-Fan und da habe ich diese coolen Wasser mit Geschmack Dosen entdeckt und das sind ja auch Dosen, die man dann halt einfach, wenn sie leer getrunken sind, dann auch hinstellen kann. Und die Pikachu sind für meine Schwester und ich weiß gar nicht, vielleicht weiß jemand, wie diese schöne Wesen heißt, fand ich auf jeden Fall auch süß und die wird dann wahrscheinlich einfach bei mir bleiben. Ja, finde ich, kann man sich auch durchaus mal hinstellen. Ja, das soweit mit Merch und dann bin ich an einigen Kunstständen vorbeigekommen und da war es wirklich um mich geschehen, muss ich wirklich sagen. Ich hatte ein Bild angelacht. Ach, ich finde es einfach traumhaft. Also wunderschön, durfte auch in dieser Größe dann mit. Alles andere, was größer ist, ist natürlich einfach schwierig, um es durch die Messe zu tragen. Und ja, man hätte es in der Messegarderobe abgeben können und so. Aber ja, diese Größe hat gut in den Rucksack gepackt und wird auf jeden Fall einen Platz bei mir finden. So ein bisschen diese Herbststimmung, dieser weiße Wolf und diese wunderschöne Frau daneben. Also wirklich ein absoluter Traum oder auf dem Wolf. Richtig, richtig schön. Ah, finde ich traumhaft. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ich weiß gar nicht, ob wir von der Künstlerin, ob das auch dann hier war, ob das alles die gleiche ist. Ah, ich habe das so ein bisschen, also ich, ja, habe das so ein bisschen dann nicht mehr zusammengebracht, was wohin gehört. Da habe ich habe mir nämlich noch hier eine Postkarte mitgenommen von einer Winkelkatze. Super süß. Und bei der gab es, das könnte aber tatsächlich Flexig vielleicht gewesen sein. Na, ich bin mir nicht mehr sicher. Da habe ich auch als Sticker die Katze einfach mitgenommen. Und dann hat sie tatsächlich so ganz genervte Figuren. Das war echt großartig. Ganz viele Disney-Figuren, die einfach Augen rollen, genervt sind, vor sich hin brusten. Und ich habe hier die niedliche Kuh mitgenommen, die so einfach genervt schaut. Dann den Hoppelhasen, super süß. Und Pascal aus Rapunzel, neu verföhnt, der auch total, also so könnten meine Katzen auch mal schauen, wenn es mit Frauchen nicht weitergeht. Ja, das hat ganz gut gepasst. Fand ich sehr, sehr, sehr süß. Dann habe ich bei, ist das das Büchermädchen? Ja, bei Büchermädchen, Books Are My Love Language, da habe ich 4 Postkarten mitgenommen, eine doppelt und die hat Becky bekommen. Zum einen Pfoten weg von meinen Büchern, super süß, also die waren auch sehr günstig mit 1 Euro. Dann Ich lebe für Bücher. Und ich glaube, die bekommen alle auch einen schönen Platz irgendwie an verschiedenen Wänden. Und dann mehr Bücher. Großartig. Ja, passt tatsächlich sehr gut. Und hinter mehr Bücher, da gibt es noch einen Insider. Und ja, liebe Grüße an Becky, die die gleiche Karte bekommen hat. Dann gab es, ich glaube, auch einfach nur einen Stand vom Börsenverein. Richtig. Und da habe ich mir auch 3 Postkarten mitgenommen. Happy Book Day, hier so eine Büchertorte mit Kerzen und dann 2-mal mit Buchmensch in verschiedenen Farben. Ist auch was, was man durchaus mal an andere Buchmensch-Freunde vielleicht zu einem Gruß irgendwie schicken kann.
Dann, was habe ich hier noch? Ist das auch, wo haben wir das her? Abauki. Ah, die gehören auch zusammen. Genau, dann auch wieder wunderschöne Postkarten, weil ich dachte, für diese Größe, man braucht ja auch immer Platz, um die irgendwo hinzuhängen. Und zwar einmal der niedliche Pinguin. Ich will einen Pinguin, der mir morgens applaudiert, wenn ich aufstehe. Fand ich einfach zucker, zucker süß. Und dann, man muss mich nicht verstehen, lieb haben reicht, fand ich auch einfach niedlich. Also ja, finde ich toll. Dann, bevor du fragst, nein, ja, die Katze finde ich gut. Und lieber verrückt als einer von euch. Das habe ich mir einige Male auf dieser Messe gedacht, wie cool, verrückt und bunt diese Menschen waren. Und ich glaube, dass diese Parallelwelt, die sich da aufgemacht hat, gerade mit dem Cosplay und auch wirklich diesen, das war so friedlich, so selbstverständlich und einfach so tolerant und das war so schön. Und dann gehöre ich da sehr gerne dazu und bin verrückt als eben diese dunkle, triste, kriegerische Welt, die hier draußen herrscht. Also das hat mir gut gefallen. Und dann in einem etwas größeren, ja, größeren Kunstdruck, diese süße Katze auf Büchern. With freedom, flowers, books and a cat who could not be perfectly happy. Und das passt einfach sehr, sehr gut zu mir. Und das durfte in etwas größer mit. Das sehe ich nämlich schon hier an der Wand hängen. Und ja, da freue ich mich drauf. Und ich glaube, das war es dann auch mit der Kunst. Ja, ich glaube, ich habe euch alles soweit von der Buchmesse gezeigt. Also tatsächlich gar nicht so viel, wenn man nicht auch noch das Essen vielleicht mit einrechnen würde. Also ein paar Pommes und ein Knoblauchbrot und es gab einen Kaffee und ja, so ein bisschen was, was aber auch absolut ausreichend war. Ja, also tatsächlich schön. Also wie gesagt, mit ein paar Büchern habe ich noch geliebäugelt. Ich habe auch ein paar auf die, also abgefotografiert und werde mir die näher angucken und tatsächlich vielleicht ziehe dann auch noch das ein oder andere Buch so als Nachmessebuch sozusagen ein. Aber dann vermutlich erst im April, weil der März ist schon mit Neuzugängen. Wobei dann käme es auch am Ende nicht mehr drauf an. Aber wir suchen uns vielleicht einen Monat, wo weniger Bücher eingezogen sind. Aber ich denke, so ein, zwei von der Messe werden jetzt auch zeitnah einziehen. Gerade das von Anne Freitag möchte ich super gerne lesen. Ich glaube, das passt dann auch ganz gut so in diese Frühlingsstimmung, April, Mai. Und ich freue mich definitiv ja, auf das Hörbuch auch von Andorin, was ja aber schon da ist. Und dann habe ich Becky zum Bahnhof gebracht. Dort haben wir auch noch im Frittenwerk gegessen. Super lecker. Und Becky wollte sich noch ein bisschen was im Rossmann mitnehmen. Und oder hat sie sich, nein, sie hat was beim Bäcker mitgenommen und da war dann auch ein Rossmann in der Nähe. Und dann war ich auf der Suche nach der Sister Love Collection von Essence und Catrice. Also es wird jetzt total unbuchig, aber es passt ja noch so ein bisschen in das Merchige. Und es durfte die Catrice Joker Lidschattenpaletten mit. Ja, sie hatten sie noch. Mir hat auch die lilane tatsächlich ganz gut gefallen. Aber ich habe mich für die grüne Variante entschieden, die ich einfach mega finde. Und irgendeine YouTuberin hat schon davon geschwärmt. Ich glaube, das Video habe ich mir gerade noch so am Donnerstag angeguckt. Und wie toll auch die Formulierungen sind und so. Und ich bin ja ein großer Lidschatten-Fan und auch Sammler. Und ja, der Joker hat es jetzt in mein Lidschattenregal geschafft. Ja, die Sister Love Edition bedient sich ja aus Joker und Harley Quinn. Und von Harley Quinn durfte jetzt der, ich weiß gar nicht, was das für ein Lidschattenpinsel ist, ich glaube ein Highlighter-Brush, ja, von der Größe, in den Harley Quinn-Farben, blau und pink. Oder man muss ja sagen, es ist sehr pastellig bei Harley Quinn und der fühlt sich richtig toll an. Ich mag die Pinsel von Essence, fühlt sich auch so richtig wertig tatsächlich an. Ich mag die Farbkombi sehr gerne. Dann durfte auch was von Harley Quinn mit. Und eine Mascara, die Becky dabei hatte, benutzt hatte und die wahnsinnig geile Wimpern gemacht hat. Und zwar ist das die Essence Lash Without Limits. Und ich habe mir die im Braun mitgenommen, weil ich das tatsächlich bei so einem Alltags-Tages-Make-up tatsächlich ganz schön finde, wenn die Wimpern nicht ganz so schwarz und kräftig sind, sondern wenn man da was Braunes hat. Ja, und dann ja, bin ich auch nach dem Frittenwerk, als ich dann Becky zu ihrem Zug gebracht habe, ja, bin ich heimgefahren und dann mehr war es tatsächlich nicht. Also ja, das war sozusagen der kleine Haul, die kleine Ausbeute aus der Leipziger Buchmesse. Nicht ganz so buchig, wie ihr es vielleicht erwartet hätte. Ich frage mich auch, ob ich eher wegen der Bücher oder dieser japanischen Welt irgendwie da war. Also dieser Anime, Cosplay. Ja, also es ist wirklich, es war eine schöne Halle. Also Halle 1 hat mir wahnsinnig gut gefallen und auch gut getan. Besonders morgens war sie noch relativ ruhig
Und ja, das war richtig schön. Also ja, hat mir echt gut gefallen. Und dass ich so viel Kunst mitbringe, wenn auch in sehr kleiner Form, also von der Größe, hätte ich tatsächlich, glaube ich, gar nicht gedacht. Aber ja, ja, freut mich und ich freue mich auch über meine Neuzugänge, meine, ja, etwas. Ich finde sie einfach süß. Also ich finde, da darf das innere Kind auch ganz laut Hallo und Yippie rufen, weil das ist echt einfach nur süß. Und ich glaube, es ist die G. Vielleicht macht er sich tatsächlich ganz gut in meinem Auto. Ich finde den so von der Größe. Mal sehen. Man muss natürlich bei den Größen immer aufpassen, dass sie der Hund nicht irgendwie hinbekommt, ne? Aber ja, ich passe auf jeden Fall auf. Und es war richtig süß, da einfach, ja, also wir sind auch 2-3 Mal auch angesprochen worden, gerade auch auf den Rucksack zum Beispiel von Becky, wo sie ihre Nuimos hinten in so einer Klarsichtscheibe drin hat, finde ich schon cool. Also ja, wenn man da einfach so unter Gleichgesinnten ist, das ist so die eigene Welt, richtig schön. Ja, und damit, denke ich, reicht es auch vollkommen. Ihr habt alles gesehen. Ich bin sehr gespannt, ob ihr damit gerechnet hättet, dass so wenige Bücher bei mir einziehen. Lasst uns da gerne ein bisschen in den Kommentaren austauschen, auch wenn ihr vielleicht auf der Messe wart oder auch schon mal auf anderen Messen, ob ihr da auch die seid, die wirklich viel mit nach Hause schleppen oder ob ihr lieber sagt, ich kaufe mir das in Ruhe dann zu Hause danach und konzentriere mich eher auf Schauen und Entdecken. Ja, erzählt mir das super gerne in den Kommentaren, würde ich mich drüber freuen. Und ja, danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.